Mensch und Natur. Für uns hier in der Oberlausitz eine gelungene Verbindung, weil uns Naturschutz und Landschaftspflege am Herzen liegen. Was wie unberührte Natur wirkt, ist eine schon im Mittelalter angelegte Kulturlandschaft mit einer außergewöhnlichen Vielfalt seltener Pflanzen und Tierarten. Im Land der tausend Teiche lernen Sie ein einzigartiges Mosaik aus Heide-, Teich- und Waldbiotopen kennen und erfahren, wie das Miteinander von Mensch und Natur die Oberlausitz zu einer der artenreichsten Regionen Deutschlands gemacht hat. Mitten durch blühende Felder führt ein Netz reizvoller Rad- und Wanderwege und ermöglicht einen Einblick in die landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes. Gehen Sie zu Fuß auf Entdeckungstour und beobachten Sie Tierarten wie Fischotter und andere Uferbewohner. Machen Sie sich ein Bild vom größten sächsischen Vogelschutzgebiet, wo Reiher, Kraniche und Wildgänse heimisch sind, und folgen Sie dem Zug der Vögel über Jahrhunderte alte Teichlandschaften. Schlösser und Parks zeugen vom harmonischen Miteinander von Kultur und Natur und sind beliebte Ausflugsziele für Rad- und Wanderbegeisterte. Nachhaltigkeit und Tourismus, Regionalität und Esskultur verbinden sich hier zu einem genussvollen Erlebnis sächsischer Gastfreundschaft. Bei all den Aktivitäten, die dieser von der UNESCO ausgezeichnete Landstrich bietet, können Sie aber auch einfach nur eines tun: durchatmen, zur Ruhe kommen und in einem guten Gefühl Teil des großen Ganzen zu sein, den Blick zum Himmel lenken.